Ich glaube, was man beim Vortrag gerade eben ganz gut gesehen hat, an den steigenden Fallzahlen, an den steigenden Zahlen von Kolleginnen und Kollegen im BSI, ist, dass wenn Informationstechnik komplexer wird und mehr wird und größer und die Welt vernetzter wird, dass es immer schwieriger wird, für Sicherheit zu sorgen. Darüber hat Florian gerade gesprochen. Noch was wird schwieriger, glaube ich, wenn das passiert, und zwar sich in alledem als Nutzer einen Rest Privatsphäre zu behalten. Privatsphäre, ja, auch so ein großes Thema jetzt gerade in Berlin. Die FIFCon ist dieses Jahr ja Teil der Privacy Week, die von Mittwoch bis Mittwoch gerade läuft. Und das Thema Privatsphäre soll das des nächsten Vortrags sein. Im Netz ist eine riesige Maschinerie entstanden, um Nutzungs- und Bewegungsdaten von den Nutzern zu sammeln. Wenn jemand kommen möchte, der muss eigentlich sagen, okay, ich nehme nicht teil an vielem, was das Internet ausmacht heute, oder muss irgendwie dann doch Kompromisse eingehen am Ende. Was davon die gesellschaftlichen und die sozialen Folgen sind, darum geht es im nächsten Vortrag. Rainer Mühlhoff ist Philosoph und Informatiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sonderforschungsbereich Affective Societies an der FU hier in Berlin. Und er sagt, wir stecken mittendrin in einem Prozess digitaler Entmündigung. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die nette Einführung. Es ist mir eine große Ehre, hier heute meine Arbeit vorstellen und diskutieren zu können. Ja, digitale Entmündigung ist natürlich ein großer Begriff und ich kann von vornherein sagen, dass ich dazu keine einfache und griffige Definition geben werde. Vielmehr möchte ich unter diesem Label eine Art Zeitdiagnose stellen. Digitale Technik wird ja immer relevanter in immer mehr Lebensbereichen, aber zugleich verbreitet sich auch immer mehr eine fatalistische Haltung gegenüber den digitalen Diensten. Man könne oder man wolle die Technik nicht verstehen, geschweige denn sich zum Beispiel der Durchleuchtung der eigenen Privatsphäre erwehren, die großen Plattformunternehmen möglich ist. Diese Resignation verweist auf eine bestimmte Beziehung zwischen technischen Artefakten und ihren NutzerInnen. Diese Beziehung ist allerdings, wie ich jetzt zeigen möchte heute, zum Teil selbst ein Produkt der Gestaltung technischer Geräte. Das heißt, zahlreiche Aspekte des Designs von Technik wirken darauf hin, NutzerInnen in eine Position der Ohnmacht zu bringen. Die Mechanismen, die das bewirken und die ich im Ganzen als einen Komplex der digitalen Entmündigung bezeichne, möchte ich im Folgenden anhand von drei zentralen Merkmalen unserer aktuellen Technikkultur umreißen. Und das ist erstens, man geht in der kommerziellen Gestaltung von Interfaces davon aus, dass das Nutzerverhalten unbewusst beeinflussbar ist, und zwar durch Stimuli, die im Design von Oberflächen und Interaktionsabläufen liegen. Und zweitens, man versucht, die Mechanismen, die dieser Beeinflussbarkeit zugrunde liegen, detailliert statistisch auszumessen und auf diese Weise das Nutzerverhalten prädiktiv zu modellieren. Und drittens werden Einblicke in die technischen Strukturen, Algorithmen und Plattformen, über die unsere täglichen Interaktionen ablaufen, der durchschnittlichen Nutzerin systematisch vorenthalten. Ja, im Folgenden werde ich vor allem eine Fülle von Beispielen präsentieren, eine Art Flickenteppich von Aspekten, könnte man sagen, die diese These stützen. Der Punkt ist, dass es sich hierbei um eine Art Gesamtsituation handelt. Es gibt nicht ein einziges Beispiel oder einen einzigen Ursachenfaktor für digitale Entmündigung, vielmehr handelt es sich dabei um ein Zusammenspiel vieler Einzelfaktoren. Und ich werde mich außerdem auf Beispiele fokussieren, die mehr oder weniger in den mehr oder weniger eng umrissenen Bereich des kommerziellen User Experience Designs fallen. Das ist jenes Feld zwischen Informatik, Marketing und Design, in dem die Gestaltung von Mensch-Maschine-Interaktion unter einem holistischen Aspekt betrachtet wird, von Usability bis hin zu emotionalen Qualitäten. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass alle Aspekte von digitaler Entmündigung mit User Experience Design zu tun hätten. UX ist also nicht der eine große Bad Guy, der an allem schuld ist. Vielmehr kann man aber an den aktuellen Mainstream-Praktiken von UX den Trend der digitalen Entmündigung ganz gut exemplifizieren. Ja, und ich werde dazu jetzt in drei Schritten vorgehen. In vieren. In vier großen Kapiteln, die grob mit den drei Thesen, also die ersten davon hängen grob mit den drei Thesen der digitalen Entmündigung zusammen, die ich gerade genannt habe. Und das erste davon sind die Interface Nudges. Ja, im Mai wurde auf der Google-Entwicklerkonferenz Google I.O. das neue Android P angekündigt. Und da berichtet Spiegel Online, die neue Software soll, ach, das ist ein Zitat, die neue Software soll die Bedienung vereinfachen und die Nutzer erziehen.
Zitat Ende. Der Guardian titelt, dass Google mit seinem Android P nun Werbung für das Digital Wellbeing mache und Googles Vice President of Product Management verkündet kleinlaut, dass die Menschen heute damit kämpfen würden, in sozialen Situationen wirklich präsent zu sein, weil Benachrichtigungen auf ihrem Telefon sie zu sehr ablenken würden. Die kleine kritische Welle im Silicon Valley, die unter Begriffen wie Time Well Spent oder HumaneTechnology.org aktuell die Runde macht, scheint also auch bei Google angekommen zu sein. Und ganz pflichtbewusst sind im neuen Android P deshalb Funktionen geplant, die die NutzerInnen zu einem Bewusstsein über die Menge an Zeit verhelfen sollen, die sie mit ihren verschiedenen Apps verbringen und überdies natürlich einen Grund liefern, dass das Gerät diese Zeit trackt und mit einem Google-Server synchronisiert. Außerdem gibt es eine Funktion, die die UserInnen daran erinnert, abends ins Bett zu gehen. Zum Beispiel verwandelt sich der Bildschirm ab einer voreingestellten Uhrzeit in Graustufen. Oder die YouTube-App fragt nach, ob man nicht vielleicht eine Pause machen sollte, wenn man länger als eine bestimmte Zeit am Stück Videos geschaut hat. Ja, sowas sind klassische Nudges. Im Sinn des Nudging-Begriffs, der in der Verhaltensökonomik verwendet wird, Nudge heißt wörtlich Stupser und damit sind kleine unverbindliche Eingriffe in Entscheidungssituationen gemeint, mit denen versucht wird, das Verhalten der NutzerInnen vermeintlich zu ihrem eigenen Wohl zu beeinflussen. Entscheidend für Nudging ist dabei, dass keine Auswahlmöglichkeiten vorenthalten werden, sondern es wird lediglich mit im statistischen Durchschnitt das Entscheidungsverhalten von NutzerInnen beeinflusst. Nudges operieren dazu über das Design der sogenannten Wahlarchitekturen einer Entscheidungssituation. Das ist die räumliche, grafische und interaktive Logik, in der Auswahloptionen präsentiert und aufbereitet werden. Dieser Begriff des Nudging ist aktuell ein ziemlich großer Trend, vor allem im Bereich Public Policy. Und weil es die User vermeintlich nicht bevormundet, weil es ja keine Optionen vorenthält, wird es von seinen Advokaten auch als ein libertärer Paternalismus bezeichnet. Ja, ein anderes Beispiel für einen Nudge, das aber vielleicht etwas untypischer ist, ist dieses. Das ist ein Screenshot, der nach dem Login bei Gmail gemacht wurde und der die Userin dazu auffordert, Zitat, ihren Google-Account abzusichern, indem sie für den Fall eines Passwortverlustes ihre Mobiltelefonnummer hinterlegt. Es ist ja keineswegs davon auszugehen, dass Google allein für diesen Zweck an der Mobiltelefonnummer eines E-Mail-Nutzers oder Nutzerin interessiert ist. Interessant ist das Design dieses Dialogs, wo nämlich die Möglichkeit, die Nummer nicht anzugeben, vorhanden, aber gut versteckt ist. Man muss nämlich auf diesen kleinen Link da unten, wo Klick hier steht, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, klicken. Statistisch gesehen ist es völlig klar, dass allein schon aufgrund der grafischen Aufbereitung hier mehr User ihre Nummer angeben werden, als wenn die Auswahlmöglichkeiten einfach gleichberechtigt nebeneinander stünden. Ja, ein anderes Beispiel, diesmal betrifft es Facebook. Ich verwende jetzt hier den Screenshots aus einem sehr guten Blogbeitrag von Avi Chakram auf TechCrunch. Das hier ist der Dialogbildschirm, wenn man bei Facebook eine externe App benutzen möchte. Man muss dann zustimmen, dass diese App auf die eigenen Profildaten und weitere Daten zugreifen kann. Und da hat es von 2011 auf 2012 irgendwann eine Designänderung dieses Dialogs gegeben. In dem alten Design wurde, das ist hier links, sehr klar gezeigt, dass im Fall dieser konkreten App zwei verschiedene Zugriffsberechtigungen, nämlich auf Basis Profilinformationen und für das automatische Posten im Namen des Users an die App vergeben werden. Und man kann auf Zustimmen oder Ablehnen klicken. Da gibt es diese zwei Schaltflächen, die nebeneinander stehen. Im neuen Design wird das ganz anders geframed. Zum Beispiel wird aus den zwei Schaltflächen nur noch eine einzige Schaltfläche nach dem Call-to-Action-Prinzip, was man im Marketing kennt, mit so einem Imperativ formuliert, Play Game. Und wenn man die Berechtigung nicht erteilen will, muss man irgendwie die Seite komplett verlassen. Und dann wird zum Beispiel das Wort Permission komplett gemieden in diesem grauen Text, der hier in dem neuen Dialog steht, sondern es ist nur noch davon die Rede, dass die App bestimmte Informationen erhalten werde. Worum es sich dabei handelt, wird in so kleinem grauen Text versteckt und nicht mehr in einer strukturierten Liste mit fettgedrucktem schwarzen Text und so weiter. Und teilweise muss man auch erst auf so kleine Fragezeichen gehen, wo dann so ein Pop-up kommt, der das erläutert. Ja, was auch sehr interessant ist, ist das Prinzip der sogenannten Action Line, was jetzt hier da skizziert ist. Das besagt ganz simpel, dass man weiß in der Usability, dass Bildschirminhalte unterhalb des niedrigsten klickbaren Objekts ohnehin von der Mehrheit der Nutzerinnen gar nicht wahrgenommen werden.
Und genau hier ist dann das ganze Kleingedruckte in dem neuen Design verkapselt. Das Design dieses Dialogs ist also darauf optimiert worden, dass die User mit hoher statistischer Wahrscheinlichkeit eine Berechtigung zur Datenweitergabe erteilen werden, oftmals ohne überhaupt bewusst zu begreifen, dass sie dabei Datenzugriffe erlauben. Ja, und das Ganze hat System, wenn man ein bisschen sich damit beschäftigt, dann findet man, dass es einen ganzen Wissenskorpus zu solchen Design-Tricks gibt. Auch Facebook selbst publiziert auf seiner Homepage für EntwicklerInnen sogenannte User Experience Guidelines. Darin befinden sich auch Ratschläge, wie man gegenüber Usern mit dem Thema Zugriffsrechten auf Profildaten umgehen soll. Zum Beispiel auch, wenn man mit seiner Anwendung oder seiner Website den Facebook-Login benutzen möchte. Das hier ist die Seite Pinterest. Habe ich jetzt nur einen Screenshot gemacht, um den Login, Facebook-Login zu zeigen. Zum Beispiel fordert Facebook die Entwicklerinnen von Apps dazu auf, möglichst nicht direkt am Anfang beim ersten Login oder vor dem ersten Login, also an genau dieser Stelle hier, alle Berechtigungen auf einmal vom User zu erfragen. Stattdessen soll man sich eine Berechtigung immer erst dann einholen, wenn sie im Nutzungsfluss auch benötigt wird. Und im Sinne von Datensparsamkeit klingt das ja erstmal ganz gut, aber zwischen den Zeilen heißt das nichts anderes, als dass die UserInnen zunächst mit einem Minimum an Zugriffsrechten in die App gelockt werden soll, um sie zu engagen. Und dann machen sie vielleicht aufwendige Dateneingaben oder erstellt sich ein Profil. Und wenn man dann noch nach einer weiteren Berechtigung fragt, dann weiß man statistisch gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Abbruch viel geringer ist, als wenn man von vornherein transparent macht, welche Daten die App gerne alles hätte. Ich würde das die Salami-Taktik der Datenerhebung nennen. Ja, man könnte jetzt hier den ganzen Abend fortführen, solche Beispiele hier vorbringen. Ich fasse sowas unter dem Begriff Interface Nudges. Mit dieser Begriffswahl ist die These verbunden, dass so etwas wie Nudge-Thinking, das gerade in Public Policy sehr aktuell ist, eben auch so etwas wie die dominante Denkweise im User Experience geworden ist, vor allem im kommerziellen User Experience Design. Also das Denken in kleinen, subtilen Stupsern, die möglichst unterhalb der Schwelle des Bewussten verlaufen. Und entscheidend dafür ist, wie gesagt, dass die alternative Wahlmöglichkeit nicht unterbunden oder ausgeblendet, sondern lediglich auf der Ebene großer Nutzerzahlen statistisch unwahrscheinlicher gemacht wird. Das ist aus der Unternehmenssicht das, worauf es ankommt. Dabei kommt keine Technik der Überredung oder Argumentation zum Tragen, sondern grafische Tricks und situative Framings der anstehenden Entscheidung oder der Interaktionsabläufe, die letztlich auf psychologischen oder kognitionsphysiologischen Mechanismen zu beruhen scheinen. Ja, das bringt natürlich jetzt die Frage auf, und damit komme ich zum nächsten Kapitel. Wie in der Praxis die Auswirkungen eines Interface-Designs auf das Nutzerverhalten, also sozusagen die Effizienz eines Interface-Nudges, überhaupt gemessen und empirisch verifiziert werden kann. Und dazu nun das nächste Hauptkapitel. Es geht jetzt letztlich um die These, dass in der kommerziellen Praxis heute eine inhärente Verbindung von User Experience, Design und Massendatenerhebung besteht. Ja, klassischerweise hat man sogenannte Usability-Experimente gemacht. Das sind Experimente, wo man Menschen dafür bezahlt, die Webseite oder die Software, die man entwickelt, zu benutzen, darin also bestimmte Aufgaben zu erledigen oder Vorgänge durchzuspielen, und man selber nimmt das dann per Video auf und analysiert das genau. Dabei kann man qualitativ dann erfassen, auf welche ergonomischen Hindernisse die Person vielleicht stößt, und das macht man dann mit 5 bis 15 zufällig ausgewählten NutzerInnen, um sich ein Bild zu machen. Solche Usability-Tests sind heute immer noch relevant und werden auch immer noch gemacht, aber sie rücken in ihrer Bedeutung deutlich in den Hintergrund, seitdem WebseitenentwicklerInnen fast flächendeckend Web-Analytics-Werkzeuge einsetzen. Wie ihr natürlich wisst, sind das Tracking-Techniken, die es erlauben, die Bewegungen jedes einzelnen realen Users im alltäglichen Online-Betrieb einer Webseite aufzuzeichnen und statistisch auszuwerten. Ja, und der Marktführer solcher Werkzeuge ist Google Analytics. Das ist ein Service von Google, den man für seine Webseite kostenlos benutzen kann. Dazu muss man nur so ein kleines Code-Snippet von Google nehmen und in jede Unterseite einbinden. Wie es hier in der Anleitung zu lesen ist, man soll das da direkt im Head einbauen.
Und dieser Code von Google, der kontaktiert dann vom Browser des Nutzers aus einen Google-Server, lädt ein paar JavaScript-Bibliotheken und meldet auch im Laufe der Session immer wieder ein paar Daten an den Google-Server zurück. Das ermöglicht es Google dann, die Aufrufe der einzelnen Rubriken einer Webseite zu registrieren oder auch die Klicks auf einzelne Links, Buttons oder Bilder oder wie weit man zum Beispiel die Seite runtergescrollt hat. Ja, und für WebseitenbetreiberInnen gibt es dann hier so ein Dashboard. Da sieht man zum Beispiel die einzelnen Unterseiten und wie viele Leute da jeweils drauf waren und so weiter. Für Usability-Erwägungen sind aber natürlich nicht die einzelnen Seitenaufrufe, sondern eher die Flüsse der NutzerInnen durch die Seite interessant. Dafür gibt es dann auch verschiedene Auswertungsbildschirme. Zum Beispiel sieht man hier die Landingpages ganz links in der Spalte, die jetzt hier nicht so, also die geht noch nach hier unten weiter. Da sind die Landingpages. Und welcher Anteil von Usern dann als nächstes auf welche der Unterseiten weitergegangen ist und wie sich das alles so verzweigt, wie verschiedene User dann da durchwandern durch die Seite. Und da gibt es auch immer diese rot markierten Anteile, das ist der sogenannte Drop-Off. Also die User, die ab hier nicht mehr weitergemacht haben, weil sie zum Beispiel einfach das Fenster geschlossen haben oder vom Stuhl gefallen sind. Und was man hier jetzt leider nicht sieht, ist, dass man solche Auswertungen auch nach Nutzergruppen, zum Beispiel nach demografischen Kriterien oder nach geografischer Herkunft oder anderen Kriterien differenzieren kann. Was für die Entwicklung einer Seite hauptsächlich interessant ist, sind jetzt ganz bestimmte typische Nutzerflüsse. Das heißt, bei einem Online-Shop zum Beispiel von einer Landingpage bis zum Abschluss einer Bestellung, wofür es ja auch eben dann verschiedene Wege geben kann. Man möchte dann wissen, wie viele Leute insgesamt so ein Ziel, so ein Goal auch wirklich erreichen. Das nennt man im Marketing Conversion Rate, also die Anzahl derer, die einen bestimmten Zielpunkt erreichen, relativ zu der Anzahl derer, die vorne angefangen haben. Ja, meistens hat so ein Ziel verschiedene Zwischenstationen, nämlich zum Beispiel beim Online-Shop Artikel anschauen, Artikel in den Warenkorb klicken, dann zur Kasse gehen, bezahlen, die Bestellung abschließen und so weiter. Und so eine Kette von Schritten nennt man auch Conversion Funnel, also Konversionstrichter. Das hier ist eine Visualisierung von so einem Konversionstrichter durch Google Analytics. Man sieht, warum das Trichter heißt, nämlich weil auf jeder Zwischenstation prinzipiell Leute ausscheiden. Und es lässt sich mit einem Analytics-Tool wie diesem auch ganz genau ausmessen, wie viele das sind und auf welche Nutzergruppen das besonders betrifft, an welcher der Stellen. So, und wirklich, wirklich spannend wird es jetzt, wenn man sich die Frage stellt, wie man mit dieser Vermessungstechnik denn das Design einer Webseite optimieren kann. Bis jetzt wurde ja nur passiv gemessen, an welcher Stelle und für welche Nutzergruppen vielleicht Reibungspunkte auftreten. Aber die Idee solcher automatisierten Analysetechniken beinhaltet ja auch herauszufinden wollen, wie man diese Reibungen reduzieren könnte. Dafür gibt es dann das berühmte AB-Testing. Das ist ein allgemeines Prinzip, für das es auch wiederum von Google einen Service gibt, den man an Google Analytics andocken kann. AB-Testing ist die Idee, dass man die eigene Seite im Realbetrieb als behaviorelles Echtzeitlabor für Vergleiche verschiedener Designvarianten nutzt. Dazu wird dann randomisiert zum Beispiel der Hälfte aller Besucher eine Variante A gezeigt und der anderen Hälfte wird eine Designvariante B vorgeführt. Die irgendeine kleine Änderung hat. Das kann auch nur ein Teil der Seite betreffen, diese Variation. Zum Beispiel bei einem Online-Shop die Preise ein bisschen größer oder die Schaltfläche, eine Schaltfläche ein bisschen blauer oder die Anordnung der Informationen ein bisschen anders. Und man kann dann für jede der beiden Varianten separat die Conversion Rates messen. Und weil eine Webseite im Realbetrieb typischerweise eine sehr große Nutzerzahl hat, erhält man, und weil diese Nutzer vor allem überhaupt nicht wissen, dass sie an einem Test teilnehmen, erhält man durch Abgleich sehr hochsignifikante Erkenntnisse über die relative Effizienz der getesteten Designvarianten. Ja, hier ist mal so eine typische Auswertung von dem an Google Analytics angedockten Tool, wo das Originaldesign gegen 4 Varianten getestet wurde. Da wird dann so grafisch miteinander verglichen, wie die jeweils performt haben. Die These, die ich hieran jetzt nur exemplarisch natürlich, aber machen möchte, ist, dass man mit Tracking-Techniken das Internet sozusagen als behaviorelles Echtzeitlabor nutzen kann. Man kann also im großen Maßstab Daten über wahrnehmungspsychologische Verhaltensmuster
in Reaktion auf einzelne Designelemente erheben und ausnutzen. Diese Tech-Unternehmen verfügen über ein sehr großes, geheim gehaltenes, kommerzielles Wissen über Reaktionspatterns von Menschen. Das ist vor allem dann bedenkenswert, wenn man auch noch berücksichtigt, dass laut einer Statistik des W3-Konsortiums 2/3 der 10 Millionen wichtigsten Seiten im Netz ein Analytic-Tool einsetzen. Und darunter ist Google Analytics mit 86% der Marktführer. Und wenn ich das jetzt kurz ausrechne, bedeutet das, dass 56% der Seiten im Netz Google Analytics einsetzen. Und auch sehr interessant, der zweitbeliebteste Service ist Yandex mit einem Anteil von nur noch 5,2%. Ja, wie vorhin schon gesagt, macht die Detailschärfe der Tracking-Möglichkeiten, also dass man auch die Klicks auf einzelne Buttons und Bilder und so weiter erfassen kann, die macht nicht bei den Aufrufen von Unterrubriken Halt. Und eines meiner Lieblingsbeispiele, da komme ich jetzt zu einem zweiten großen Beispiel, ist dafür die Google-Suchmaschine selbst. Wenn ich auf die Resultate-Seite einer Google-Suche etwas anklicke, dann wird dieser Klick nämlich an den Google-Server zurückgemeldet. Wenn ich zum Beispiel in meinem Firefox nach aktuellen Nachrichten suche, dann kommt bei mir als erstes Resultat die Tagesschau und der Link sieht im HTML dann so aus. Da ist wohl bemerkt das korrekte Ziel angegeben, tagesschau.de, aber es gibt da noch das JavaScript-Event on Mouse Down, welches eine Funktion RWT mit ziemlich vielen Parametern aufruft. Diese Funktion RWT, das steht übrigens wenig verhohlen für Rewrite, ist oben im Kopf des Dokuments definiert und die macht nichts anderes als das Ziel der URL, die Ziel-URL des Links im Moment des Klicks auszutauschen. Der Link sieht nach dem Rewrite dann so aus und da ein Link ja erst in dem Moment aufgerufen wird, wenn man den Mausbutton wieder loslässt, ruft die Nutzerin also mit diesem Klick die ausgetauschte URL auf. Diese führt zu einem Google-Server, der schnell diese ganzen Parameter registriert und dann mit einem HTTP-Status-Code 302-Mechanismus auf die ursprünglich gewünschte Seite weiterleitet für Firefox-User. Ja, was genau in diesen Parametern jetzt alles drinsteht, ist ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis. Man kann nur ein bisschen was mit Backwards Engineering rausfinden. Ich habe das mal versucht. Zum Beispiel wird erfasst, welche Position das angeklickte Resultat auf der Seite hatte und es wird eine eindeutige Suchsession-Nummer mit übertragen. Besonders pikant finde ich, dass es auch ein Parameter gibt, das ist hier der dritte CAD, der erfasst, ob man mittels des Zurück-Buttons oder über das Umschalten zwischen Tabs auf die Resultate-Seite zurückgekommen ist, nachdem man sich schon ein anderes Resultat angeschaut hatte. In Kombination aus diesen drei ersten Parametern kann Google also ganze Such- und Klickhistorien tracken und insbesondere statistisch auswerten, welches Resultat wohl vielleicht zufriedenstellender war als ein anderes. Und hier auch noch spannend, der letzte Parameter SIG2, er ist nämlich nur dann vorhanden, wenn man einen Google-Account-Cookie hat, also wenn man in einem anderen Fenster bei Google eingeloggt ist, zum Beispiel in Gmail oder YouTube. Das erlaubt es dann, diese gesamte Suchhistorie auch noch dem konkreten Nutzer zuzuordnen. Google benutzt dieses detaillierte Click-Tracking auf seiner Resultate-Seite natürlich, um seine künstliche Intelligenz für die Ermittlung relevanter Suchresultate zu trainieren. Die unfreiwillige Einhegung von Menschen zur Gewinnung von Training-Daten für KIs wäre nochmal ein anderes Vortragsthema, auf das ich jetzt hier allerdings nicht näher eingehen kann. Worauf es mir hier ankommt, ist, dass durch das detaillierte Tracking klassische Usability-Messinstrumente durch massendatenbasierte Auswertungen ersetzt werden können. Um zu ermitteln, welche Elemente auf einer Seite am meisten wahrgenommen werden, würde man als klassisches Usability-Experiment zum Beispiel eine Eye-Tracking-Studie machen. Hier, das ist mal so eine mit einem Eye-Tracker gewonnene Heatmap für die Google-Suchresultate-Seite von 2014. Der Punkt ist, dass der Click-Tracking-Mechanismus mit diesen ganzen detaillierten Parameterauswertungen es erlaubt, äquivalente Auswertungen täglich und in Echtzeit zu machen, ohne dafür Leute extra vor einen Rechner zu setzen zu müssen und ohne, dass die Probanden überhaupt davon wissen. Ja, ich habe jetzt hier zwei Beispiele für Tracking etwas ausführlicher besprochen, aber es ist wichtig, dass es sich da bei diesem Thema natürlich um eine Gesamtsituation handelt, in der verschiedene Technologien Hand in Hand gehen.
Insbesondere gibt es neben Analytics-Services noch viele weitere sehr verbreitete Strukturen, die eine statistische Auswertung von Nutzerbewegungen im Netz gestatten. Darunter sind der Facebook-Like-Button, die Login-Dienste von Google und Facebook sowie verschiedene Tracking-Cookies und Web-Beacons und vieles mehr zu nennen, worüber man hier auch jeweils sehr ausführlich sprechen könnte. Hier geht es mir gerade um die Gesamtschau und darin zeigt sich, dass das Tracking zum Zweck der Usability-Optimierung sicherlich nur ein Teilaspekt von etwas viel Größerem ist. Vielleicht ist es allerdings der Aspekt, über den sich das Tracking ziemlich gut verbreiten konnte. Denn der Zweck der Designoptimierung ist ja für Webseitenentwicklerinnen ein ziemlich wichtiges Anliegen. Web Analytics Services sind also vielleicht ein ganz guter Social Hack, um über die Mitwirkung von WebseitenentwicklerInnen eine flächendeckende Tracking-Infrastruktur zu etablieren. Deswegen sind sie vielleicht auch kostenlos. Worauf ich mit dieser Betrachtung hinaus möchte, ist, dass es heute eine inhärente Verbindung von UX-Design und Massendatenerhebung gibt. User Experience Design, wie es industriell betrieben wird, ist eine massendatenbasierte Wissenspraxis. Das heißt, die Begriffe und Denkweisen, der Denkstil, vorhin wurde schon Ludwig Fleck genannt, die Wissensbasis und die Designziele, die in diesem Feld eine Rolle spielen und diskutiert werden, also der ganze Wissenskorpus, den das ausmacht, werden durch die Sammlung und Auswertung von Verhaltensdaten wesentlich beeinflusst und mitproduziert. Ja, nach diesen sehr aktuellen und anwendungsbezogenen Überlegungen will ich in dem dritten Kapitel jetzt noch etwas allgemeiner werden und ein wenig herauszoomen. Es gibt in der Evolution der Mensch-Maschine-Interaktion über die letzten Jahrzehnte, damit meine ich jetzt so 2 bis 3 Jahrzehnte, eine Entwicklung, die ich als den Trend der versiegelten Oberflächen bezeichnen möchte. Ich werde das entlang von 2 Dimensionen hier ausfalten. Das eine ist die Dimension des Denkens und das andere die Dimension des Verwaltens. Das hier ist eine Staubsaugerdüse. Die hat hier, habe keinen Pointer, oder doch? Doch, die hat hier so einen Schalter, um auszuwählen, ob man eine borstige oder eine glatte Düse verwenden möchte. Das hier ist meine 2. Staubsaugerdüse, die hat auch nochmal wieder diesen Schalter. Diese Düse ist etwas neuer. Ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied sehen. Die Bebilderung des Schalters hat sich verändert. Im alten Design wird die Eigenschaft der Düse borstig oder glatt zu sein gezeigt und in dem neuen Design geht es um die Eigenschaft des Bodens. Die Düse sieht hier jeweils In dem neuen Design sieht die Düse jeweils gleich und unspezifisch aus, während der Boden einmal glatt und das andere mal haarig ist. Ganz aktuell ist übrigens noch dieses 3. Design, das ich gefunden habe. Da ist auf dem Schalter gar keine Düse mehr skizziert, sondern nur noch ein Symbol für Parkett versus Teppichboden. Ein ganz ähnliches Beispiel oder eine ähnliche Beobachtung zumindest kann man bei Mikrowellen machen. Da gibt es auch 2 Designvarianten für das Bedieninterface. Einmal hier links, wo man die Dauer und die Leistung einstellt und da rechts, wo man zwischen solchen Lebensmittelprogrammen wählen kann, Pasta, Chicken, Curry und so weiter. Und es wird dann nach irgendeinem opaken Rezept auch nur über den 2-parametrigen Raum von Dauer und Leistung selektiert. Meiner Meinung nach ist dieser Unterschied fundamental. Man erschafft mit den neueren Designs nämlich eine Interaktion, in der es nicht mehr darum geht, das Gerät in seinem mechanischen Aufbau zu erfassen. Der Nutzerin wird es in den neueren Designs nicht ermöglicht, das Gerät in einer Zweck-Mittel-Relation einzusetzen, die sich durch Denken und Wissen über seine Funktionsweise erschließt. Sondern der denkende und verstehende Schritt wird ihr abgenommen und die Interaktion mit dem Gerät kreist nur noch darin, direkt den Endzweck auszuhandeln, nämlich was sie saugen will oder erwärmen möchte. Es ist dem Gerät dann überlassen, wie genau dieser Zweck erfüllt wird und es ist bedauerlich, dass man die Staubsaugerdüse dann noch selber durch den Raum führen muss. Man möchte nicht denken müssen, könnte man auch sagen. Und damit führt die Assoziationskette auf diesen netten Buchtitel von Steve Krug. Das war in den 2000er Jahren ein Standardwerk zum Thema Webdesign und Usability. Steve Krug spricht vom Prinzip Don't Make Me Think als der Usability-Regel Nummer 1. Damit meint er damals allerdings
noch ein bisschen bescheidener, dass man einem Objekt zum Beispiel sofort ansehen muss, ob es klickbar ist oder was sich dahinter verbergen wird, wenn man draufklickt, sodass man bei der Benutzung nicht durch Momente des Grübelns oder Rätselns unterbrochen wird. Natürlich ist das eine ziemlich gute Sache, denn manch ein wirklich schlechtes Design von manch einem Nerd oder einer Nerdin krankt ja genau an dieser Stelle. Aber meine These ist, dass sich dieses Prinzip mittlerweile und vor allem durch das kommerzielle Betreiben über die ursprünglichen Usability-Erwägungen hinaus zu einer kulturell kodierten Gewöhnung ans Nicht-Denken-Wollen verselbstständigt hat. Wenn man diese Evolution des Nicht-Denken-Wollens extrapoliert, würde ich sagen, dass man heute auch gar nicht mehr in der Ära des Ich-will-nicht-denkens ist, sondern des Can-you-do-the-thinking-for-me. Das sieht man an so vielen kleinen Details, von der viel beworbenen Predictive Actions Bar im neuen Android P. Das ist hier diese rot markierte Zeile, wo das Telefon rät, was du als nächstes machen möchtest und dir das schon so anzeigt als Schaltflächen, bis hin zur Google-Suche, die Antworten schon anzeigen möchte, bevor man überhaupt eine Frage eingibt. Die zweite Dimension der versiegelten Oberflächen habe ich mal Verwalten genannt. Das hier ist der gute alte Dateimanager von Windows 3.11. Man sieht hier ganz übersichtlich die einzelnen Laufwerke des Geräts und dann eben den Verzeichnisbaum, der sich darin befindet. Das hier ist der Windows Explorer, der kam mit Windows 95. Man kann hier zwar immer noch auf die einzelnen Laufwerke des Rechners zugreifen, aber es gibt eine zusätzliche Ebene hier, ganz prominent, die eher sowas wie einen prozessgeleiteten Zugriff auf Dateien ermöglicht. Man zeigt da besonders relevante Ordner an, die dann aber nicht über ihren strukturellen Ort im Dateisystem selektiert werden, sondern als Shortcuts dienen. Man geht davon aus, dass es sich dabei um für die meisten User besonders relevante Orte handelt, die man dann schnell und ohne viel Nachdenken findet. Das hier ist der Apple Finder. Der wurde danach erst so richtig populär. Der kann das alles auch, was die beiden vorhergezeigten Dinger konnten. Aber hier kommt noch mal eine Funktionalitätsebene hinzu. Der Finder ermöglicht nämlich den Zugriff auf Objekte durch Suchinteraktion. Damit rückt dann ein Prinzip von Frage und Antwort in den Vordergrund. Also ich interagiere, indem ich eine Suchanfrage stelle und kriege die Objekte dann angezeigt. Das heißt, man greift plötzlich auf Dateien zu, völlig ohne über ihren strukturellen Ort auf dem System Bescheid wissen zu müssen. Ja, wenn ich das nebeneinander stelle, ist das eine bemerkenswerte Evolution vom Verwalten über das Explorieren bis hin zum Finden. Und ich denke, wir leben auch heute schon gar nicht mehr im Zeitalter des Findens, sondern des Pickens. Das Wort Picker ist in der Smartphone-Welt ja die Bezeichnung für so einen kontextsensitiven Auswahldialog. Hier hat man keinen Zugriff auf Laufwerke oder so etwas, sondern man bekommt situativ das angezeigt, was mit größter Wahrscheinlichkeit gerade relevant ist und was in den Kontext reinpasst. Und man muss dann aus einer Shortlist von Alternativen nur noch etwas herauspicken. Übrigens haben iPhones ja überhaupt gar kein Interface mehr, um auf die eigentliche Verzeichnisstruktur des Geräts zugreifen zu können. Alle Dateien, die den User etwas angehen, sagt der Entwickler oder die Entwicklerin, werden in der iCloud synchronisiert. Und das entspricht ja dann einer virtuellen Datenstruktur und nicht der Art und Weise, wie die Dateien wirklich auf dem physischen Gerät abgelegt sind. iPhones sind also die ersten Geräte, die für den Zugriff auf den physischen Speicher, der sich darin befindet, gar kein User-Interface mehr anbieten. Eine bemerkenswerte Entwicklung, die es sicherlich auch nicht so ohne weiteres gegeben hätte, ohne die Vorgeschichte, die das hatte. Und das ist eine Vorgeschichte von User Experience Design, an dem Apple seit den 80er Jahren maßgeblich beteiligt ist. Ich möchte solche Entwicklungen unter dem Begriff der versiegelten Oberflächen zusammenfassen. Es handelt sich dabei um den Trend, die Technizität technischer Artefakte hinter bunten und anthropomorphen Oberflächen zu verkapseln. Zwei Merkmale sind dafür kennzeichnend. Erstens, man will nicht oder man traut den Usern nicht zu, dass sie das Gerät instrumentell benutzen. Das heißt, als Werkzeug, dessen technischen Eigenschaften sie kennen und dessen Verwendbarkeit sich durch Denken erschließt. Und zweitens, man will nicht oder man traut den Usern nicht zu, die Fähigkeit oder den Willen zu besitzen, die interne Organisation eines Geräts strukturell zu erfassen. Man scheint eher zu denken, dass der durchschnittliche User
oder Userin immer in einem Nebelfeld mit maximal einem Schritt weiter Sicht steht. Deshalb muss man ihm immer genau das vor die Nase halten, was für den nächsten Schritt die relevanten Auswahlmöglichkeiten sind. Und alle anderen Optionen blendet man weg. Die theoretische These, die hier dahinter steckt, ist, dass Technikgestaltung als eine Art Sozialisationsfaktor aufgefasst werden muss. Damit meine ich, dass das Design von Mensch-Maschine-Interaktion eine Rückwirkung hat auf die Menschen und ihre Fähigkeiten. Die Grundidee der Usability, dass nicht die Menschen sich dem technischen Gerät, sondern die Technik sich den Menschen anpassen soll, die stimmt zwar und hat uns auch weit gebracht, aber sozialtheoretisch ist sie falsch, denn sie suggeriert einen einseitigen Prozess, wo aber tatsächlich es sich um eine Wechselwirkung handelt, denn die Interaktion mit Technik formt Gewohnheiten und Wahrnehmungsweisen. Sie prägt die Art und Weise, wie man technische Geräte erlebt, intuitiv mit ihnen interagiert, sie begrifflich repräsentiert, über sie diskutiert, den ganzen Denkstil und die Praktiken, die damit zusammenhängen. Als Gedankenexperiment stelle man sich nur einmal vor, im Jahr 1995 ein Smartphone von 2018 in die Hände zu bekommen. Wäre man damals in der Lage gewesen, das zu bedienen und vor allem zu erfassen, was da passiert oder was da überhaupt ist? Die Sozialisationswirkung oder technischer gesagt würde ich sagen Subjektivierungswirkung, von der ich hier spreche, betrifft dann natürlich auch die Resignationshaltung, dass man Technik ja eh nicht verstehen könne oder wollte. Und ihr seht, worauf das jetzt hinausläuft. Ich behaupte, dass das, was industrielles User Experience Design als eine Annahme über die Menschen in ihre Überlegungen hineinsteckt, in Wirklichkeit ein Produkt dieser Technikkultur ist, die dieses User Experience Design mit hervorbringt. Natürlich ist die Idee, dass man technische Geräte einem größeren Nutzerkreis zugänglich macht, indem man sie vereinfacht, eine grundlegende Kulturtechnik, seit jeher schon. Ohne sie wären die meisten technischen Artefakte für viele überhaupt gar nicht zugänglich. Deshalb ist Usability auch nicht generell schlecht. Doch die Sache ist ambivalent, denn sie wird in dem Moment destruktiv oder sie kann in dem Moment destruktiv werden, wenn Vereinfachung zur Bevormundung wird, indem Informationen und Beeinflussungsmöglichkeiten systematisch weggeblendet werden. Im Umkehrschluss heißt das dann, dass eine ermächtigende Gestaltung von Benutzerinterfaces auch empowerte User hervorbringen kann. Und zu einem solchen Design würde gehören, interne Abläufe sichtbar zu machen, wenn man sie sehen will, Einstellungsmöglichkeiten anzubieten, wenn man sie sucht, Komplexität nicht hinter infantilisierenden Bildern und simplistischen Benennungen zu verkapseln, sondern sachlich zu benennen. Und es wäre dann jetzt ein separater Vortrag, so etwas wie emanzipatorische User Experience Guidelines mal genauer auszuführen. Ja, um langsam in Richtung eines Schlusses zu kommen, möchte ich nochmal an die Interface Nudges erinnern, von denen ich im ersten Abschnitt gesprochen habe. Was man daran sieht, ist, dass Nutzerverhalten als beeinflussbar gilt. Und zwar, das ist wichtig, durch präreflexive Stimuli und subtile Eingriffe in den Interaktionsverlauf. Und dann haben wir im zweiten Kapitel gesehen, dass das kommerzielle Internet dicht besiedelt ist mit Messeinrichtungen, um die Reaktionen der User auf solche Stimuli quantifizieren zu können. Der Mensch gilt also nicht nur als unbewusst beeinflussbar, sondern in seinem Verhalten auch noch als statistisch modellierbar. Der Punkt ist jetzt, dass hiermit nicht gesagt sein soll, dass hier immer nur von einer einzigen typischen Reaktionsweise oder Verhaltensweise von Menschen ausgegangen wird. Denn die Menschen sind ja verschieden. Und das wissen auch Big Data und Usability-Experten. Was man mit Big Data und Deep Learning-Techniken ja viel mehr machen kann, ist Profilgruppen von untereinander ähnlichen Nutzern zu bilden, also das Verhalten nach Typen einzuteilen. Und spätestens seit Cambridge Analytica ist es niemandem mehr entgangen, dass sich die Profilbildung, die man auf Grundlage von Massendaten erreichen kann, die man auf Social-Media-Plattformen erhebt, sich nicht nur darauf bezieht, ob jemand eher auf blaue oder rote Schaltflächen klicken würde, sondern anhand der Daten, die gerade im Social-Media-Bereich aggregiert werden, können auch Metriken entwickelt werden, die User hinsichtlich ihrer affektiven Reaktionen kategorisieren oder hinsichtlich ihrer politischen Manipulierbarkeit, hinsichtlich ihrer Sucht- und Krankheitsdispositionen, Lebensführung, Kaufkraft und Kreditwürdigkeit etc.
Das heißt, Tracking-Daten werden, wo sie schon einmal da sind, nicht nur zu Usability-Zwecken eingesetzt, sondern haben längst viel lukrativere Monetarisierungsstrategien gefunden. Wie es der holländische Privacy-Aktivist Tymon Schaap formuliert, denken die meisten User zwar immer noch, ein kostenloser Service im Internet werde durch Werbung finanziert und wenn Nutzerdaten dann dazu genutzt werden, bessere Werbung anzuzeigen, dann ist denen das auch vielleicht recht. Der Punkt ist aber, dass der Markt für die Verwertung von aggregierten Verhaltensdaten sich aktuell vom Marketing zum Risikomanagement verschiebt. 2017 war das erste Jahr, wo das Marktvolumen für Risikomanagementprodukte größer war als das für Marketing. Risikomanagement bedeutet, prädiktive Modelle auf Grundlage von Massendaten dazu zu verwenden, Menschen algorithmisch in Risikokategorien einzuteilen. Solche Modelle können zum Beispiel von Kfz oder Krankenversicherungen dazu benutzt werden, Kunden individuelle Versicherungspreise zu berechnen, je nach Prognose über ihren Fahrstil oder Gesundheitszustand. Oder bei Jobbewerbungen werden Menschen anhand algorithmischer Vorhersagen über ihre erwartbare Performance vorsortiert, die man zum Beispiel anhand von Daten aus E-Learning-Plattformen an Universitäten meint ableiten zu können, die man sich irgendwo einkauft oder anderweitig gewinnt. Oder Big-Data-basierte Modelle werden in den USA dazu verwendet, den Zugang zu sozialstaatlichen Ressourcen und Sozialleistungen wie Medicaid, Obdachlosenunterstützung oder Altenheimplätze zu regulieren. Und nicht zuletzt werden solche Modelle auch für die prädiktive Polizeiarbeit eingesetzt. Dieser Übergang vom Marketing zum Risikomanagement bedeutet nichts anderes als die kommerzielle Verbreitung algorithmischer Techniken der sozialen Selektion, des Managements von Armut und Krankheit und, wie viele KritikerInnen argumentieren, der Zementierung bereits bestehender gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse. Das bringt mich zu dem letzten Punkt, nämlich dass zu einem politischen Weg aus der digitalen Entmündigung auch eine Debatte um kollektiven Datenschutz gehört. Nach aktueller Gesetzeslage werden die meisten Tracking-Daten legal erhoben und verarbeitet. Die Datenschutzgesetzgebung, obwohl sie in Deutschland und neuerdings auch in der EU weltweit eine der strengsten ist, bleibt einer individualistischen Perspektive verhaftet. Das schützenswerte Gut sind die personenbezogenen Daten des Einzelnen. Darunter fallen diese Tracking-Daten aber oft gar nicht oder beziehungsweise und. Außerdem erlaubt das Gesetz jedem Individuum der Erhebung dieser Daten freiwillig zuzustimmen und das geschieht ja dann unter dem Prinzip Informed Consent in den allermeisten Fällen. Damit fallen aber die gesellschaftlichen Folgen dieser Datensammlung komplett durch das Raster der Privacy-Debatte. Es wird nicht bedacht, dass die Verwendung meiner Daten auch anderen Menschen schaden kann. Denn auch die Person, die selbst nichts zu verbergen hat und deshalb ihre Daten hergibt, trägt zur Gesamtheit der Datenpunkte bei, auf deren Grundlage andere Individuen negativ bewertet oder diskriminiert werden können. Auch wenn ein privilegierter Erdenbürger selbst keine negativen Auswirkungen dadurch spürt, dass Google seine E-Mails hat oder Facebook über sein Sozialleben Bescheid weiß, trägt er mit diesen Daten dazu bei, dass andere Menschen aufgrund ihrer E-Mails und aufgrund ihrer Facebook-Präsenz als Abweichler, als Hochrisikokunden, als psychisch labil, als gerade für diese oder jene Sache empfänglich oder eventuell als gefährlich selektierbar sind. Die negativen Konsequenzen der Datennutzung sind also nicht auf alle Mitglieder einer Gesellschaft gleich verteilt, sondern treffen die Armen, Schwachen, Kranken und Minderheiten überproportional. Das liegt natürlich daran, dass prädiktive Modelle im Zeitalter von künstlicher Intelligenz nicht mehr so funktionieren wie die alten Kreditscores, wie zum Beispiel der Schufa-Score oder der FICO-Score, die jedes Individuum anhand seiner eigenen Vergangenheit bemessen, sondern massendatenbasierte Metriken beruhen auf statistischen Vergleichen zwischen vielen Individuen, wodurch Leute anhand von Verhaltensähnlichkeiten, die zum Beispiel auch in ganz anderen Lebensbereichen liegen können, in Gruppenhaft genommen werden. Und das heißt, der Kern der digitalen Entmündigung im Zeitalter von KI und Tracking-Daten liegt nicht primär darin, dass das einzelne Individuum immer transparenter wird, sondern dass alle Individuen auf Grundlage von Pattern-Matching bloß noch als Exemplare von Typenprofilen aufgefasst und dann unterschiedlich behandelt werden. Zu einem mündigen Umgang mit digitalen Geräten gehört deshalb eine Besinnung auf kollektive Datenschutzinteressen, die nicht bei der autonomen Verfügung über die eigenen Daten stehen bleibt.
Denn anders, als es das Wort Privacy suggeriert, ist es eben keine Privatsache, wie man mit seinen Daten umgeht, ob man sie für sich behält oder freiwillig preisgibt, sondern tatsächlich handelt es sich dabei um eine hochpolitische Angelegenheit. Vielen Dank. Rainer Mühe, vielen, vielen Dank. Toller Vortrag. Ich glaube, wir machen am besten ganz schnell Fragen und essen dann ganz schnell. Aber in ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Hier gleich die erste. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Ich fand das also einen ganz tollen Vortrag. Aber du bist ein bisschen skeptisch, was den Datenschutz angeht. Und wenn ich mir jetzt die Regelungen in der Datenschutzgrundverordnung anschaue, dann ist da zum Beispiel gefordert, dass die Algorithmen hinreichend dokumentiert und nachvollziehbar sein müssen. Man hätte also da wahrscheinlich sehr wohl die Möglichkeit nachzubohren und genau diese technischen Werkzeuge gegebenenfalls auch zu untersagen. Das kommt dann wahrscheinlich darauf an, dass irgendjemand klagt. Aber grundsätzlich hätte man da, glaube ich, schon ein Backende. Ja, das war es eigentlich schon. Ja, ich glaube, was die Datenschutzgrundverordnung da leisten kann, das muss die Praxis zeigen. Die ist ja seit ein paar Monaten erst in Kraft und wir haben da morgen ja auch noch einen Vortrag dazu. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt erstmal skeptisch, was große Plattformbetreiber aus Nicht-EU-Wirtschaftsräumen angeht, wie sehr die mit diesem Instrument wirklich, wie sehr man denen mit diesem Instrument wirklich beikommen kann. Im Zweifelsfall ist Facebook auch dazu in der Lage, eine Dokumentation des Algorithmus vor Gericht zu präsentieren, die nicht weit führt. Hier, hallo. Du hast erwähnt, dass die Infantilisierung und die Entmündigung eine Kulturtechnik ist, schon seit langer Zeit, um komplexe technische Artefakte mehr Leuten zugänglich zu machen, schon seit langer Zeit. Gleichzeitig hast du kritisiert, dass es schwierig werden kann, unter den Umständen, die du vorgetragen hast. Jetzt hast du mich ein bisschen alleine gelassen damit, was denn die Alternative dazu ist. Ach so. Ja, und ich möchte dir ein ganz konkretes Szenario geben, nämlich ist das Benutzerinterface von GloopyG im Speziellen seit 20 Jahren sehr emanzipatorisch, wie du gesagt hast. Und welches Benutzerinterface? Von GloopyG, traditionelle E-Mail-Verschlüsselung. So. Und ich bin einer der Leute, die für das GNOME-Projekt eben User-Interfaces bauen, die den Benutzer insofern entmündigen, weil technische Details versteckt werden und alles einfach gehen sollen. Und jetzt frage ich mich, naja, in welche Richtung soll ich gehen, wenn ich es richtig machen will? Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage, die man, wenn man sie wirklich im Detail und in der Komplexität führt, auch eine wichtige und noch ausstehende und dann auch produktive Auseinandersetzung ist. Also erstmal kurz, ich habe ja gesagt, dass die grundlegende Kulturtechnik nicht die Infantilisierung ist, sondern die Vereinfachung. Also dass man technische Artefakte so einfach gestaltet, dass sie viele Leute benutzen können. Ja, so wie du einfach, das Vereinfachung muss aber nicht immer Bevormundung oder Infantilisierung heißen. Und genau das ist die Debatte, die man führen muss. Wie kann man denn etwas, den Zugang zum Beispiel zu einem kryptografischen Werkzeug vereinfachen, ohne aber die Leute wie 12-Jährige zu behandeln? Und ich glaube, das kann man, indem man zum Beispiel, und da nenne ich jetzt nur aus der Hüfte geschossen ein Werkzeug, wie ich das vorhin formuliert hatte, Einblicke für die gewährt, die Einblicke haben wollen, Einstellungsmöglichkeiten für die gewährt, die beeinflussen wollen, indem man zum Beispiel mit verschiedenen Ebenen arbeitet. Also dass ich halt nicht die Vorgänge, die hinter der Oberfläche stattfinden, komplett wegkapselt, sondern dass man zum Beispiel auch die Möglichkeit, weiß ich, einen Button hat, wo man dann die Details sehen kann oder sehen, was da im Hintergrund gerade für Prozesse abläuft. Das ist ja auch immer dann relevant, wenn es mal nicht klappt, dann will man wissen, wo es dran gescheitert ist und nicht nur hören, dass das nicht funktioniert oder Entschuldigung, das ist abgestürzt. Also ich glaube, Einblicke schaffen, Konfigurationsmöglichkeiten schaffen und zwar auf eine solche Weise, dass die Benutzung des Tools aber nicht davon abhängt, dass man die Einblicke versteht und die Konfiguration beherrscht. Sondern wenn man das nicht tut,
immer noch zum Beispiel über gute Standardkonfigurationen, über von mir aus auch Assistenten, die einen so an die Hand nehmen. Das klingt auch schon wieder so ein bisschen infantilisierend, aber das ist insofern nicht infantilisierend, als der Assistent ja nur in einem viel größeren Optionenraum ein paar Einstellungen macht. Sowas kann ich mir vorstellen, aber das wäre eben genau die Debatte, die man führen müsste im Sinne von emanzipatorischen User Experience Guidelines. Ja, denke ich auch. Also als jemand, der das seit 10 Jahren macht, ist meine Erfahrung, dass diese mehreren Ebenen oder die Detailansicht, dass sowas nicht gut funktioniert. Ja, ich glaube aber auch, dass das, was ihr macht, extrem gut ist und auf einer ganz anderen Ebene, wie das, was ich hier kritisiere, was ja eher die Angebote und die Interfaces von großen kommerziellen Plattformen sind. Also ich glaube, da gibt es, wenn man gerade in den Bereich der Open-Source-Projekte geht, ziemlich viele gute Beispiele, wo man sich schon viel zusammenholen kann. Hätte ich jetzt hier auch präsentieren können, das stimmt, aber ich wollte hier so ein bisschen auf diese Mainstream-Praktiken hinaus. Ne? Und der Mainstream, also die Gestaltungsmacht dieser Technologieunternehmen und damit auch die Macht darauf, wie Leute überhaupt ihre Intuition für Technik entwickeln, die ist extrem groß und die ist auch größer geworden in den letzten 10 Jahren, während ihr halt eure Tools gebaut habt. Habt ihr noch weitere Anmerkungen, Fragen? Oh, einige Arme. Fangen wir da drüben an, machen wir hier weiter. Ja, danke erstmal für den Vortrag, fand ich super. Ich komme aus einem sehr ähnlichen Hintergrund. Ich mache Design für Nextcloud. Es ist auch eine eher vereinfachte Software. Ich denke, das muss eben ein bisschen differenziert betrachtet werden, das UX-Design und die Datensammlung. Weil an sich sind die Methoden nicht schlecht, aber das Problem ist, in wessen Händen sich das abspielt oder in wessen Händen sich die Daten befinden. Also ich stimme dir absolut zu, dass natürlich, wenn Google das macht, ist es natürlich bescheuert und die Daten sind in den Händen eines multinationalen Unternehmens. Aber für uns zum Beispiel, wir wollen alle Anwendungen verbinden und keine Ahnung, man sieht Events auf Maps oder was auch immer, alles ist verbunden. Das ist ja eigentlich super. Das ist ja eigentlich sehr praktisch. Und als Resultat, wenn wir das jetzt da du jetzt nur über proprietäre Software eigentlich oder die Probleme mit proprietärer Software geredet hast, haben wir das Resultat, dass es einerseits proprietäre Software gibt, welche einfach nutzbar ist, aber digital entmündigt und Daten sammelt. Und die Leute, die hier sitzen, die tendenziell sich über freie und Open Source Software oder die sich dafür interessieren oder daran arbeiten, dass die sich denken, machen wir das doch ein bisschen nicht so entmündigend. Und dann sind die durch diese Spezifizität viel schlechter nutzbar, dadurch werden sie viel weniger genutzt, aber wir sammeln auch keine Daten. Und also deswegen denke ich, ist das so ein bisschen auch vielleicht, was du meintest. Das müssen wir differenzieren. Ich finde, gutes UX-Design und auch Datensammlung, solange die in den Händen der Nutzer ist, also selbst gehostet oder auf dem eigenen Computer, finde ich in Ordnung. Genau, ich kann dem nur zustimmen und nochmal betonen, dass tatsächlich ja genau auch kleine alternative Projekte durch das designerische Trendsetting der großen Player unter Druck geraten, weil die Leute plötzlich eine ergonomische oder Interaktionslogik gewohnt sind, wo die kleinen Player und ihr Interface nicht mitkommt, sei es, weil sie es nicht schaffen, das in dem Stil zu machen, oder sei es, weil sie es nicht wollen, weil sie es nämlich falsch finden, das so einzurichten. Genau, also das nur als Bestätigung. Nächste Frage hier. Fasst euch gerne kurz, wenn es geht. Mal gucken. Hallo. Ich hatte einen ähnlichen Gedanken. Und zwar, dass es einfach schwierig ist, für irgendwen irgendetwas anderes zu machen, was UX-Design betrifft, weil wir eben überall diese Infantilisierung gewöhnt sind, mit wir meine ich alle Nutzer sozusagen global. Das heißt, für jeden wird es, jedes Softwareprojekt, das etwas anderes machen will, wird es schwierig, einfach weil das System anders gestrickt ist und weil wir es nicht mehr gewöhnt sind. Danke, Nelda. Ach so, jetzt ist schon zu Ende. Ja, genau, ich stimme zu. Also das war ja eher jetzt ein Kommentar, ne? Oder habe ich die Frage? Genau, danke. Ein Kommentar. Ja, sehr gut, vielen Dank. Hat funktioniert.
Ah, kannst du die beiden zwei Bücher nochmal aufmachen? Bücher nochmal anzeigen. Ja, das sind die sehr guten Texte von Cathy O'Neill, Weapons of Mass Destruction. Ein Must-Read, würde ich sagen, in dieser Runde. Die Mathematikerin und Kryptografin, die jetzt als Aktivistin bekannt ist in diesem Kritik an Big Data-Diskurs und die wirklich auf, weiß ich nicht, 350 Seiten ein Beispiel nach dem anderen aufführt, wo statistische Auswertungen als Weapons of Mass Destruction. Entschuldigung? Also das Buch jetzt nicht, weil das gehört ja dem Verlag. Ach so, den Verweis findet man da vielleicht auch, ja. Nee, aber nein. Oder findet man in dem Paper, ja. Also wenn Sie sich das, genau, in dem Paper. Genau, die deutsche Version, Bundeszentrale politische Bildung. Gibt es noch Anmerkungen, Fragen oder überwiegt der Hunger? Ich bin auch noch beim Essen da. Okay, also das Gespräch kann auch aber beim Essen da ist noch eine Frage. Ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag, den ich auch sehr inspirierend fand. Aber ich würde doch noch ganz gerne Lanze brechen für UX-Designer. Also ich fand toll, wie du das zusammengefasst hast, weil mich treibt es auch gerade, dass wir jahrelang Studierende ausbilden in Richtung macht's einfacher. Und jetzt, wenn wir algorithmische Systeme haben, geht es halt schon mehr darum, wie ja hier auch diskutiert wird, diese Algorithmen, wie die funktionieren, auch sichtbar zu machen. Was mir aber gefehlt hat, ist eigentlich, was ja eher passiert, ist nicht im Bereich der Selektion oder so, sondern wenn wir über den Google Newsfeed sprechen, dann wird ja eine Anpassung des Newsfeeds vorgenommen, ohne dass der Nutzer das weiß. Und da sprechen wir ja von so Forschungsrichtungen wie Algorithm Awareness, wo es darum geht, wie kann ich dem Nutzer vermitteln, dass ein Algorithmus das User Interface anpasst, basierend auf meinen vorhergehenden Aktivitäten. Und das würde ich gern vielleicht noch so irgendwie als Anmerkung haben, ob man das irgendwie noch mit einbauen könnte in deine Argumentationskette, dass es da eher darum geht, halt nicht um so Klickfolgen, sondern das Interface verändert sich ja. Also wie bei der Google Search oder so, also sozusagen die Informationen, die angeboten werden, auf Basis meines vorhergehenden Verhaltens. Ja, stimmt, das wäre ein Aspekt, den man hier noch reinbringen. Der hier auch eigentlich in beiden Büchern eher diskutiert wird. Genau, der wird da diskutiert, der ist wichtig, der kam jetzt hier nicht vor, weil ich mich auf diese Gestaltungs- und Designaspekte konzentrieren wollte. Ja, genau, es ist Design. Das schließt sich ein bisschen auch für mich jetzt gerade der Kreis zu der allerersten Frage. Denn selbst wenn man die Algorithmen aufdeckt, die dem zugrunde liegen, dann wird man lernen, ja, wir messen hier 273 Parameter, anhand denen wir bestimmen, wie nah in irgendwelchen Metriken diese Information von deinem Interessenprofil entfernt ist und das, was da am nächsten dran ist, das zeigen wir dir an. Ja, was hat man dann verstanden? Nicht viel. Das heißt, ich glaube, die Algorithmentransparenz, die liefert noch nicht das Resultat eines digitalen Ermächtigungs- oder Aufklärungsprozesses. Also dann hat man halt einen Algorithmus gesehen. Genau, es wird auch nicht. Ja, es gibt auch so Plugins, Browser-Plugins, wir reden gleich weiter. Rainer, vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen für die.